So, Hallöchen wieder mal. Noch eine kleine Runde Galaxy on Fire 2. Ja, klingt nicht so gut, als wenn ich sage, 7 Days to Die, oder? Galaxy on Fire 2. Ne, es klingt nichts. Galaxy on Fire 2. Yeah. Also, wir haben noch ein bisschen Geld. Gucken wir mal schnell in den Hangar. Können wir uns vielleicht noch was kaufen? Also wir haben uns ja diese Waffe hier gerade, jetzt habe ich einen Kartenschein gekriegt, gerade dieses Geräusch am Hintergrund, habe ich gedacht, Zombies, aber hier gibt es ja keine. Ach ja, hier bin ich auch sicher. Okay, also hier gibt es noch ein Schild. Was habe ich denn auf meinem Schiff? Habe ich da schon ein Schild? Hier habe ich einen Bohrer und einen Quickscan. Ich glaube aber auch, ich habe nicht mehr Slots. Wir probieren es mal aus. Wir probieren mal aus. Wir gehen mal, wir kaufen den mal für 1,5. Gehen jetzt mal aufs Schiff. Und ja, wie man sieht, habe ich nicht mehr Slots. Ich könnte den jetzt hier wegmachen. Und könnte mir jetzt hier das Schild reinmachen. Könnte mir den hier wegmachen, den Quickscan. Könnte mir jetzt das Schild reinmachen. Das ist ja Quatsch, ich brauche den Quickscan. Also lassen wir das Schild erstmal weg. Shop, also es gibt auch noch Raumschiffe zu kaufen auf anderen Stationen, da kommen wir dann später erstmal hin. Jetzt machen wir dann erstmal hier unsere Mission, gucken erst nochmal auf die Karte, wo müssen wir hin, hier vorne, wo dieses Zeichen ist, Yrdal Gedal, müssen wir hin, alles klar, Yrdal Gedal, also raus hier, Station verlassen, jawohl, Leertaste drücken, um das Ganze abzubrechen. So, dann gucken wir, hier vorne ist der schon, gekennzeichnet. Also, das war falsch. Ins Ziel nehmen und anfliegen. Passt. So, und hier diese Station, da müssen wir jetzt mal gucken. Okay, hier müsste es sein. Hier müsste es sein, genau. Sieht soweit gut aus. Keine Gefechtsspuren. Die Station ist äußerlich intakt. Ich werde mal andocken. Das ist eine gute Idee, wir docken mal an. Ups. So. Und andocken. Angedockt. Niemand hier. Nicht einmal Libelianer. Moment. Moment. Ich glaub's nicht. Mückt. Was zum Teufel verschlägt dich in diese trostlose Gegend? Was ein Name, oder? Der sieht doch komisch aus. Warte. Der sieht doch aus wie Maxwell? Neuroalter im Gesicht. Genau. Ich dachte mir so. Sie würden sich dazu mit. Das brauchen wir alles nicht unbedingt. So, haben wir hier Space Launch. Ein Hangar. Was gibt's denn hier zu kaufen? Quickscan, Extrakte, Trust, Autopacker, Opti-Store. Hier gibt's noch Dings da. Also war nix. Dann gucken wir mal bei den Missionen. Er ist ein alter Freund von mir und verantwortlich für die Misere auch. Jetzt sollte ich zurück zu Norris. Dann wird er mir hoffentlich bei meinem Problem weiter. Alles klar, dann verlassen wir den Hangar. Station verlassen, jawohl. Gut. Dann fliegen wir erstmal dahin, wo wir hin müssen, nämlich dahin. Zack, ins Visier genommen, die Taste F gedrückt. F wie fliegen, hinfliegen und schon sind wir da. Bevor wir jetzt da auf die Station fliegen, nehme ich mir noch mal ein bisschen Erze mit. Damit ich wieder was zu verkaufen habe und wieder Geld bekomme. Ist immer eine gute Idee. Andocken. Jawohl. Und mal das Ganze ein bisschen beschleunigen. Steuerung hier mit der Maus, bin ich noch nicht so firm drin. Das muss ich hier noch ein bisschen mehr ausprobieren. Ich hab's halt bis jetzt immer nur auf dem Tablet gespielt. Und da ist es schon der Hammer. Und dass es das jetzt auch auf dem PC gibt, ich weiß nicht seit wann es das gibt, aber
wie ich mir das damals schon vor geraumer Zeit auf dem Tablet geholt habe, gab es das noch nicht für den PC. Ich bin sehr froh, dass es das jetzt gibt. Denn es ist wirklich ein echt tolles Spiel. Also erinnert mich wirklich sehr an Freelancer. Und was Freelancer betrifft, da war ich früher ein Fan von. Habe auch einen eigenen Server laufen gehabt mit einer Modifikation. Also ja. Ja, leider heute gibt es das ja kaum noch. Wird ja offiziell auch nicht mehr unterstützt oder supported. Naja. Halt, geh da rein. Gehst du da rein? Ja, wie gesagt, schade, dass es nicht mehr gibt, aber das Spiel macht Spaß. Ihr werdet es noch sehen am Anfang. Klar, nicht so der Bringer, aber wenn man dann später hier die ganze Galaxis gerade liegen hat, so. Ding ist voll. Ey, wer haut mir da auf mein Schiff? Geht's hier noch gut? Die ganzen Steuerungsbefehle muss man erst noch rausfinden. Komm. Markiert, andocken, jawohl. Tab-Taste nehmen, damit kann man ein bisschen beschleunigen. Maxwell, da sind Sie ja schon wieder. Das bin ich wieder, genau. Tja, was habe ich herausgefunden? Ach, die werden sicher. Klingt gut. Ich kontaktiere Sie, wenn der Konvoi das System erreicht hat. Bis dahin können Sie sich ja in der Space Lounge umsehen, vielleicht. Genau, in die Space Lounge. Jetzt ist die Lounge freigeschaltet. Erst gehe ich in den Hangar und verkaufe mal den ganzen Kram, den ich hier habe. Das bringt ein bisschen was, so haben wir dann hier 10 Tonnen Pyrrhesium. Bringt auch wieder was, jawohl. 14 Tonnen von dem, auch schön. Haben wir wieder 7000 Dollar in dem Fall, ne? Ja. Dann gehen wir zurück und dann zeige ich euch die Space Lounge. In der Space Lounge triffst du auf alle möglichen Menschen und Aliens. Manche wollen reden, andere handeln und wieder andere suchen Söldner, die Söldner für gut bezahlte Aufträge. Na jetzt aber. Auftraggeber, mit denen du gut stehst, werden dir einen Bonus bezahlen. Wähle eine Person aus, um ein Gespräch zu beginnen. So, jetzt haben wir hier nichts. Hier nichts, sonst bekommt man doch immer diese Symbole darüber angezeigt. Hey, Sie sehen mir nach Profi aus. Ah, Sie sind ein schneller Schütze. Wer die meisten Piraten erwischt, also. Da könnte ich jetzt hier rausfliegen und Piraten abknallen. Ich sage erstmal nein, danke. Sie scheinen mein Dorfgänger zu sein. Wer die meisten Piraten erwischt, nein, danke. Und was sagt ich der grüße mir hier? Sie. Der will gar nichts, alles klar. Jetzt gehen wir nochmal raus. Warum bekomme ich die Symbole jetzt nicht angezeigt? Das wundert mich ein bisschen. Space Lounge, normalerweise. Hey, Sie sehen mir nach Profi aus. Okay, kämpfen wir mal ein bisschen. Gehen wir mal nach draußen. Herausforderung, Mission annehmen, Belohnung 2650. Wir treffen uns draußen, alles klar. Dann fliegen wir nochmal nach draußen und machen nochmal mit der hier einen kleinen Battle. Also wir battlen uns nicht mit ihr, sondern wir... vielleicht gelesen habt, es geht darum, wer erwischt die meisten Piraten. Da Sie kommt schon eine. Mich herauszufordern? Aber sicher wage ich das, aber sicher, Mensch. Ja. Die ist natürlich näher dran, ne? Ja, da kommt er direkt auf mich zu. Ja, platt. Wie kann ich diese Dinge nochmal einsammeln? Muss ich gleich nochmal... Warte mal. Steuerung, Laderaum, Optionen, Laderaum, nichts. Hauptmenü, Action Freeze, Game Controller. Steuerung, drücken, vorspulen. Ich habe aber keinen Controller, ich habe eine Maus, du Nuss. Boosten ist W, Docken ist F, Sekundärwaffe, Primärwaffe. Drehen, Ausweichen, Pause, Aktionsmenü vielleicht mit E. Ansicht T. Tarnkappe, Wingman, mehr Schub, weniger Schub, Abbremsen, Raketenmenü. Vielleicht mit E, Aktionsmenü. Zurück. Probieren wir es mal mit E. Nee, E macht er nicht. M. Was macht er hier? Ne, macht auch nichts. Mist. So, was ist jetzt? Geht's hier irgendwo weiter oder was? Die andere fliegt da vorne rum.
rausbekommen, wie man das macht. Das weiß ich jetzt leider nicht mehr. 1:0 heißt das jetzt für sie oder für mich? Keine Ahnung. In diese Richtung. 4,8 Kilometer. Ist mir natürlich um einiges voraus. Ne? Ah, da vorne kommt der Gegner. Ist das 1:0 jetzt für mich oder für sie? Ich hoffe doch für mich. Und der kommt auf jeden Fall schon mal gut in meine Richtung. Na komm. Irgendwie. Wo ist er hin? Hier unten. Ich muss ja nur auf mein Radar gucken und dann sehe ich ja wohl. Ja, da ist wahrscheinlich Energie jetzt weg. Vielleicht kann ich die Grafikanzeige noch einstellen, dass ich dann auch ein bisschen was sehe. So, 2:0. Hier vorne ist noch ein Feind. Juhu! Irgendwo kommt man das, glaube ich, auch einstellen, dass man das sieht. Also. Auch wie viel Energie man noch hat auf den Lasern und so weiter. Naja. Können wir noch einstellen. Dann. Im nächsten Video wissen wir darüber Bescheid. Warum haut der eigentlich da ab? Bleib doch jetzt einfach mal da. Kelle. Kämpf doch einfach mal, du Feigling. Ja, komm. Erwischt. Sieht so aus, als hätten sie mich besiegt. Ich habe sie unterschätzt. 13:0. Naja. Die Credits sind unterwegs. Fertig. Wunderbar. Mission erfolgreich. Gut, dann fliegen wir gleich zurück auf die Station. Wir machen noch ein paar Credits, in denen wir das hier noch absahnen. Noch ein bisschen ein paar Rohstoffe mitnehmen. Dann gehen wir zurück auf die Station. Dann war es für das jetzige Video dann erstmal. Und dann versuche ich bis zum nächsten Video mal, mich hier noch ein bisschen besser reingefunden zu haben. Und dann wird das hoffentlich funktionieren. Oder auch nie. 12, 13, 14, 15, 16, 18. Oh, aber gerade noch so. Okay, reicht erstmal. Dann gehen wir rein. Ab nach drin. Andocken. Achso, Infeld, die Station. Und F. Dann docken wir mal an. Dann docken wir mal an. Hallo? Kernstation. Ich weiß nicht. So. Hangar. Verkaufen wir den Kram, den wir da haben. Oh. Immerhin. 11.000. Gut. Schild, Döster, Store, Autopacker, zur optimalen Auslösung durch Computergeschütze, öffentliche Anlage der Fracht, seltsamerweise, als Wechsel, was durch das aber schon irgendwann einige Gebiete zerstört werden. Zurück, Static Trust, das ist der Antrieb, Quickscan, Echoscan, diese Echoscan auf dem Markt, recht günstig. Quickscan, Scanner möglichen Sicherung, der Quickscanner besitzt keine Frachterkennung, ist daher ungeeignet. Extract, Asteroiden, kurze Bohrvorhaben geeignet. Okay, zurück. Also dann, im nächsten Video geht's weiter. Aloha!